So, und willkommen zurück zu einem weiteren Part Quarz. Und in diesem Part werden wir erstmal hier so ein komisches Bernadok besiegen, damit unser Dwarm auch schön EP bekommt. So, das Midum nehmen wir auch gleich mit. Geht ja auch ziemlich einfach. So, genau, wir waren letztens hier stehen geblieben. Wir müssen jetzt erstmal noch hier diese komische Strecke hier hoch. Hoffentlich haben wir diesmal mehr Glück. Schade. Bang, schafft. Und ja, wie geht's weiter? Keine Ahnung. Geht's überhaupt weiter? Anscheinend nicht. Hier gibt's auch irgendwie nichts zu holen. Komisch. Haben wir alles umsonst gemacht. Schade. Egal. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es mir in den Kommentaren. Ich weiß wirklich nicht, was wir hier machen sollen. Keine Ahnung. Und nochmal danke an die Leute, die mir bezüglich der Star Cave und den Regis geholfen haben. Finde ich sehr, sehr nett von euch. Weil ich bin mir wirklich nicht sicher, wie genau das da mit den Regis und so funktioniert. Und da haben mir halt ein paar Leute geschrieben, beziehungsweise eine Internetseite geschickt, einen Link geschickt. Was ich auch dankend angenommen habe. Vielen Dank nochmal, ne? Hat mir sehr weitergeholfen. Jetzt weiß ich wenigstens, wie das geht. Ohne, dass ich hier Advanced Map benutzen muss, um da ein bisschen rumzuspielen und so weiter. Vielen Dank jedenfalls. Finde ich sehr nett von euch. Und so welche Abonnenten wünscht man sich doch. Die einen mithelfen, die interagieren, die... Ja, hi. Nee, so. Geh jetzt erstmal hier hin. Also fliegen jetzt wieder zurück nach Greystone City. Und von Greystone City aus erstmal wieder ein Pokémon ablegen. Wingtaucher. The Move. Boah. Jetzt gucken wir jetzt erstmal auch noch Kaosuna an. Das haben wir ja auch gar nicht angeguckt. So, von Typ Feuerdrache. Geiler Typ. Hat Dürre als Move. Naiv, nice. Plus Speed, minus ein Verteidigungswert. Keine Ahnung welchen. Geile Werte. Muss man schon sagen. Slash, Bark Up, Earthquake, Fire Blast. Also. Viel zu geil für diese Welt, würde ich ja nur sagen. Kann ich ja nur sagen. So, Energies legen wir ab. Aus dem einfachen Grund, dass Energies, ja, so oder so noch so ein Level bekommen wird. Also, ich habe da keine Zweifel, dass Energies Probleme bekommen wird oder ähnliches. Jetzt müssen wir nur noch hier nachdenken, beziehungsweise ich muss nachdenken, wie ich hier wieder rauskomme. So, einmal runtertauchen, glaube ich. So, von hier aus rechts, genau. Ach, Leute, jetzt kann ich auch schön hier ein bisschen von meinem Praktikum erzählen. Ach, das ist irgendwie richtig geil. Ich habe so am ersten Tag gedacht, so, na, ich weiß nicht, ob das so mein Geschmack ist, ja. Aber dann, mit der Zeit, habe ich so gedacht, ey, das macht richtig Spaß. Das waren nette, echt nette Leute, kennen Leute, Grundschullehrer. Viel, viel netter als diese hässlichen, erweiterten Schullehrer. Die gehen ja nicht so auf den Sack. Die sind richtig nett, die sind sehr offen. Die geben bei keinem Kind auf, ja. Sind richtig nett. Das ist unglaublich. Wie man auch noch so eine Motivation an den Tag legen kann, wenn die auch mal hier ihre Phasen haben, die Kiddies. Ist unglaublich. Habe auch heute eine Sportlehrerin kennengelernt. Und die hat mich echt wirklich fasziniert mit den, mit der Lernphilosophie, mit der sie an den Tag tritt. Das ist, boah, unglaublich, Leute. Das hat mich echt beeindruckt. Kann ich euch nur empfehlen, so ein Praktikum in der Grundschule. Besonders im späteren Verlauf. Ich denke so, weil ich, was soll ich bei den kleinen Kindern? Ey, ich will aus der Schule raus und du willst wieder reinreden. Das geht doch nicht. Leute, guckt es euch wenigstens an. Das ist unglaublich, traumhaft, sagenhaft. Besonders auch noch auf meiner alten Schule. Ich mache mein Praktikum an meiner alten Grundschule bei meiner alten Klassenlehrerin. Und ich sag euch eins, Lehrer verändern sich nicht. Besonders Grundschullehrer nicht. Nee. War's hier richtig? Ich glaube nicht, ja. Ah, das ist traumhaft. Ich liebe mein Praktikum jetzt schon. Das werde ich auch nicht vergessen. Ich werde euch auch so sagen. Ein paar Kinder habe ich auch schon wirklich ins Herz geschlossen. Das ist echt toll da. So süß. So, letztens, da war ich auf einem Ausflug. Richtig geil, Müllverbringungsanlage. Und, ja. Da haben sich die Kinder tatsächlich darum gestritten, wer an meiner Hand darf, ja. Ja. Geil, ne? Für Breaker wäre das natürlich hier, das reinste Paradies. Für Breaker wäre das das Paradies. Aber naja. Jedem das seine. Ein schönes Pokémon? Nichts im Gegner zu mir. Na, das will ich noch mal sehen, Extreme Easy Aha. Easy Aha. So, und wie ich sehe, habe ich natürlich meine Pokémon nicht aufgeheilt. Hey, Party! So, Probi. Da wird es erstmal Zeit, dass du geröspelt wirst, du komisches Schrimpsvieh.
Schrimps. Ich weiß nicht, was ich von Schrimps halten soll. Einerseits komisch, andererseits, naja. Ich habe keine Ahnung. Einerseits denke ich, sind an sich eigentlich doch ganz lecker. Aber an anderen Seite denke ich, boah. Das ist, hier, Meeresgrundessen. Wie kannst du so eine Scheiße essen? Aber an sich schmeckt schon echt gut. Und was ist das? Es gibt keinen stärkeren Trainer als mich. Das wollen wir nochmal sehen. Du Pussy. So, was hast du hier? Deserty. Ja, wenn ich jetzt Blizzard noch drauf hätte, dann wäre das natürlich ziemlich gut. Aber ich habe keinen Blizzard drauf. Heißt also, wir wechseln auf Eggie Fresh aus. Komm, Eggie Fresh. Zeig mal deinen Hatern, was du drauf hast. Na gut, Eggie Fresh hat keine Hater. Ich habe noch nie darauf geachtet, dass es wirklich Sabba, Spucke zwischen den Zähnen hat. Ich muss mal hier für Mundhygiene bei Dings suchen. Bei Eggie Fresh. Hier, yeah, wie hieß das? Dieses komische Mundwasser, wie hieß das? Das habe ich letztens noch benutzt, wie hieß das? Nicht Sensodyne, das war die Zahnpasta. Wie hieß das? Oh, mir fällt der Name gerade nicht ein. Wie hieß dieses Mundwasser? Da gibt es auch so eine Dings. Werbung von Fernsehen. Und der Backsprite von Iron Lips sieht komisch aus. Irgendwie asynchron. Oh. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Nein, das stimmt was nicht. Jo, genau. Und Ruben wurde besiegt. Rubens Barrichello. So, schön spielen hier. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Oh, noch eine Trainerin. Nice. Kommst du her? Süße. Muss das denn sein, Süße? Komm her. Genau. Mua, verarscht, danke. Genau gegen mich gelaufen. Genau gegen meinen Mund gelaufen. Unglaublich. Das passiert doch im Real Life auch immer. Die laufen immer gegen meinen Mund. Unbelievable, man. Unbelievable. So, Bubble Beam, Thunderbolt. Und das Ding wird paralysiert. Okay, das ist auch gut. Sag nochmal Shadow Ball hinterher. Und es geht down. Nice. Und ich glaube, Harry Sayu wird uns bei den Top 4 noch einen wichtigen Dienst erweisen. Aber ich will nicht spoilern. Nein, ich will nicht spoilern. So, pick ich, Thunderbolt, zack. Sogar ganz gut hier für Harry Sayu. Ist noch Kaskade. Schade. So. Waterfall. Auf Wula, Wula, Bruder, sure, Walla, Habibi. So, Scary Face kann weg. Warum ich das mache? Ganz einfach, weil, stellt euch mal vor, wir gehen jetzt auf See, nicht K.O., aber unser Team wird richtig angeschlagen. Und da ihr wisst, dass ich knapp bei Kasse bin, oh, hier gibt's Häuser. Und Blumen. Nice. Oder so. Ah, auf jeden Fall gefällt mir das. So, einmal Pokémon heilen. So, Dankeschön. Und soweit ich weiß, gibt es hier jetzt so einen kleinen Bug. Hier. Der Typ. Captain Teak, der bringt uns irgendwo hin. Okay, Magical Time Event. Please come back later. Oh. Okay. Doch nicht. Also ich habe mal einen Bug gehabt, dass er uns erst dahin vor den Top 4 dahin gebracht hat. Und nach den Top 4 ging das dann nicht mehr. Aber ich habe keine Ahnung, gibt es den Bug noch? Ich weiß es nicht. Nun gut. Alter. Entwicklung? Ja! 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 Party! So, Sayo hat jetzt gerade einen Testosteronschub bekommen. Also der Trizeps, der ist irgendwie gewachsen. Komische Brust. Brüste bekommen. Ja, gut. Bierwampe und ein Vollbart. Nun gut, wem es gefällt. So, dann können wir Sayu jetzt nach hinten tun und Mövenpick nach vorne. So. Und ich würde mal sagen, weiter geht's. Elbow Sea. Gibt es auch Speichelsee? Haha, versteht ihr? Elo und Speichel. Ich halte die Klappe. Mövenpick, Shockwave. Das wäre natürlich jetzt auch in gewisser Weise ein Spaziergang, weil wir jetzt auch ein bisschen hoch sind vom Level her. Aber gut, passt schon. Besser für uns. So, Shockwave auf den ganzen Pokémon. Geht richtig einfach. Noch ein Bolirano, hey. Shockwave. So, und das Bolirano geht down. Nice. Ach, noch ein Pokémon. Ein Probi. Ja, okay, gut. Sollten wir auch ganz schnell da rumkommen. Ah, doch nicht. Es widersetzt sich. Egal. Shockwave geht nie daneben. Von daher. Bam! Ins Gesicht. So, Probi. Wieder schon reingehauen. Bis bald. Mach's gut. Was hätten wir? Das
gibt's denn noch so? Für Trainer. Trainer wohlgemerkt, ne? So, das ist falsch. Und hier konnte man, meines Wissens nach, das war die Route, auf der man Wailord fangen kann. Beziehungsweise angeln kann. Wild, ja. Aber ich habe noch nie eins fangen können. Keine Ahnung wieso. Fragt mich einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, oh. Das erinnert mich irgendwie immer an Lumpy. Von daher greife ich jetzt einfach mit Fly an, um mich damit daran abzugewöhnen. So. Nochmal Shockwave. Die gehen alle ganz einfach down. Was haben wir noch? Wula. Wula, Bruder. Sure, Habibi. So, nochmal Shockwave auf dich. Zack. Und es geht auch down. Epic Shit is Epic. Und Cold Chick. Okay. The Worm. Das wäre doch jetzt mal wieder was für dich. Rollout. Vierfach Schwäche. Wie hat das denn überlebt? Komisch. Reed wurde besiegt. Andy Reed. Amy Reed. Oh. Ich habe nichts gesagt. Ich vergesse den Namen. Das ist jetzt kein komischer Schauspieler. Einer gewissen komischen Branche. Nein, nein. Zack. Shockwave. Das ist ey das Shockwave-Text. Kennen Sie irgendwas sogar? Oh, bleiben wir drin. Problem. Viel zu viel Schrimps hier. Viel zu viel lästiger Schrimps hier. Das geht so nicht. So, das hätten wir. I fell down. Sag bloß. Und noch eins. Boah. Warum die Eile? Mach's dir bequem und take it easy. Ilogo. Oi, oi, oi. Shockwave. Verdammt. So, vielleicht ist das was für The Worm? Ich weiß ja nicht. Water Gun. Oder auch nicht. So, Hyper Potion auf The Worm kommen. Confuse Ray. Haha. Du scheinst mich ja richtig lieb zu haben. Und Dick, Watergun. Dumm. Trifft. Wenn's trifft, ist dieses Eluro auf jeden Fall down. Wenn nicht. Fail. So, failed, aka flail. Na komm. Muss jetzt auch mal mit Dick treffen, ne? Und dich nicht selbst treffen, du Arsch. Danke. Zack. Eluro goes down. And Tiny Crab. Können wir wieder drin bleiben? Tiny Crab wissen wir ja, kriegen wir auch so down. Geht ganz schnell. So, untertauchen. Schaufler unter Wasser, ist klar. Agility, oh. Very, very dangerous, würde Breakhead sagen. The nose is dangerous. Und Pelichen. Ah, genau. Ich glaube, das hat kein Aquaknarre mehr. Von daher bleibe ich einfach mal drin. Rollout, wie zieht das ab? Nice. Protect. Kein Problem. Lassen wir halt nochmal so Rollout ein. Super. Rollout. Triff. Kill. Bam. Level 41. Nice. Was hätten wir? Wow. Wow, wow. Drei Level noch oder ein Level noch. Ich weiß nicht. Irgendwie sowas dazwischen. Komm. Das ist perfektes Training. Komm. Jetzt brauchen wir nur noch ein Pokémon, was wir entwickeln. Also was sich voll entwickeln muss bei uns. Gegen die ganzen Piskies kann ich jetzt auch The Worm einsetzen. Weil die Piskies gerne Wasserattacken einsetzen können, wie wir wissen. Eluru. Hoffentlich setzt das Fail aka Flail ein. Der Confused. Ei. So, super. Schaufel unter Wasser. Denkfehler hoch 10. Egal. Snap out of Confusion. Nice. Super. Das läuft ja alles wie am Schnürchen. Und noch ein Coachick. Gut. Nicht selbst treffen, okay? Nice. Ah, nicht so gut. Egal. Nochmal. Alter, es läuft alles wie am Stürchen. Geil. Hab grad so einen kleinen Overflow. Da. Bolichan. No. Bolichan. No. Pickisch. Ich glaube, hier gibt es irgendwo noch Synchronschwimmen oder so. Habe ich noch so in Erinnerung. Ah, was eine Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Trainer hier in der See finden würde. Was hältst du von einem kleinen Kampf? Ein kleines Kämpfchen. Rodney mit einem Plüres. Käfer, Drache, meines Wissens nach. Oder erst Käfer und dann erst ganz Spätdrache. Hm, keine Ahnung. Thundren. Da müssen wir Iron Lips reinwechseln. Dadam. Und ich glaube, ich werde Iron Lips demnächst auch
einen speziellen Move beibringen. Welcher Move das sein wird? Lasst euch überraschen. Und wir müssen noch ins Javiers Rätsel aus. Das weiß ich auch nicht. Oder ist mir gerade auch eingefallen. Wirklich. Ganz, ganz viele Trainer. Das gefällt mir. Ja, ist natürlich ein bisschen langweilig für euch. Es gibt nichts Neues. Nur halt diese ganzen Trainer, aber... Leute, was wollen wir machen? Es gibt geile Episoden. Es gibt langweilige Episoden. Da kann man nun mal leider nichts machen. Horn Attack. Na, komm. Ich bin ziemlich sicher, dass hier Dwarm dieses Dolphin dann bekommt. Sag ich doch. Sieht sogar richtig viel Schaden ab. Was ist denn da los? Was ist denn los hier? Wie Lukas Brolski sagen würde. So, komm. Jetzt triff mal, damit ich auch mal den Part beenden kann. Odom. Nodushun. Komm. Nodushun. Bitte. Ja. Egal, Ironips kommen auf dich, ist auf jeden Fall das, oder? Jawoll, Ironips, nice. Auf Ironips war das. Und ich würde noch sagen, Leute, stay safe und wieder schauen, reingehauen. Bis bald, macht's gut und ciao, euer Rie.